Die Nacht ist vorbei, es wird die Sonne aufgehen, ist ein schöner Text, man könnte ihn auch politisch interpretieren. Vielleicht komme ich noch dazu. Beginnen möchte ich jedenfalls mit einem Dank, nämlich dem Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen, hier an dieser Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, Ihnen allen, uns allen ein gutes, erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, einem Mann ganz persönlich zu danken, nämlich dem Herrn Landeshauptmann. Nicht nur, weil er mich eingeladen hat, sondern wir haben einige Zeit in den Herbstwochen und beginnenden Winterwochen des Jahres 2013 verbracht. Hans Nissl war einer der Verhandler nach der Nationalratswahl für die Bildung einer neuen Bundesregierung und dafür ganz herzlichen Dank. Er hat einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, dass wir die Koalitionsverhandlungen gut zu Ende gebracht haben und ins neue Jahr mit einer neuen Bundesregierung Faymann II starten können. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte Hans Nissl und seiner Regierungsmannschaft und allen, die im Hintergrund und an der Seite arbeiten, natürlich auch dafür danken, was er, was ihr für das Burgenland gemacht habt, geschafft habt, natürlich mit den Menschen in diesem Land, mit der Wirtschaft, mit den Künstlern und Künstlerinnen. Man hat ja einen wunderbaren Film gesehen gerade, der zeigt, welcher Reichtum in diesem kleinen Land im Osten Österreichs steckt. Ich sage das auch als jemand, der die Chance hatte, ins Gymnasium zu gehen, dann studieren zu können, der aus einem Haushalt kommt, der nicht besonders begütert war, aber wo meine Eltern etwas gezeigt haben, was dieses Land auszeichnet. Und ich kann es auch sagen, weil ich ja aufgrund des Umstandes dann, dass ich verschiedene Funktionen auch in Wien ausgeübt habe, beruflich, wie es in anderen Ländern abgelaufen ist. Und Fleiß, Solidarität, Verlässlichkeit sind wahrscheinlich ein ganz besonderes Merkmal des Burgenlandes, worauf man auch immer wieder angesprochen wird. Und ich sage das auch jetzt als jemand, der jetzt in der Bundesregierung als Minister tätig ist, davor 5 Jahre als Staatssekretär, der Koordinierungsaufgabe wahrgenommen hat und wo wir oft viele Konflikte natürlich hatten, die es in zwei unterschiedlichen Parteien gibt, aber wo etwas, das sozusagen Grundstein gelegt wurde, hier mir zugute kam, nämlich zu versuchen, dass man das Trennende überwindet, dass man Lösungen findet, das Wesentlichste in der Demokratie, dass man aus unterschiedlichen Positionen sinnvolle Lösungen schafft. Und wir haben vorher kurz draußen geredet und ich bin vom ORF angesprochen worden, was sozusagen dieses Jahr bringt. Es gibt eine Hoffnung, die Hoffnung ist, dass, also nicht die Nacht, das wäre übertrieben, aber dass wir schon langsam die Krise, die wir die letzten 5 Jahre zu bewältigen hatten, hinter uns bringen und dass es aufwärts geht. Wir sind in einer Situation gewesen, und das kann man nicht oft genug betonen, auch im Hinblick auf die Zukunft, wo es in vergangenen Zeiten, die von solchen Krisen heimgesucht wurden, böse geendet hat. Wir haben heuer 100 Jahre Ausbruch Erster Weltkrieg, wir haben 75 Jahre Ausbruch Zweiter Weltkrieg. Dem sind immer ganz wesentliche Krisen, entweder in Form von extrem starkem Nationalismus oder in Form von Wirtschaftskrisen vorangegangen. Die Gesellschaft, das politische System war damals nicht stabil genug, um diese Krisen bewältigen zu können. Wir sind auch in einer Situation, die schwierig war, die natürlich auch viele unzufriedene Menschen zurückgelassen hat. Aber wir haben etwas geschafft, das in der Vergangenheit nicht geschafft wurde, nämlich eine Krise zu bewältigen, ohne dass es ganz besonders starke Verwerfungen gegeben hat. Und nachdem ja die Grundsatzrede der Herr Landeshauptmann hält, ich möchte nur einige, ganz wenige Anmerkungen noch machen.
Etwas, das im heurigen Jahr auch stattfindet, ist die Wahl zum Europäischen Parlament. Das wird im Land, wie wir aus der Vergangenheit wissen, immer wieder unterschätzt. Die Kritik an der Europäischen Union, die Kritik am Euro ist natürlich gerade durch die Wirtschaftskrise der letzten Jahre stärker geworden. Aber sowohl das Burgenland ist ein Beispiel, wo man aufzeigen kann, wie man von der Europäischen Union profitieren kann, Ziel-1-Gebietförderung und all diese Dinge, die ihr ja alle genau kennt. Es gilt aber nicht nur für das Burgenland, sondern es gilt für ganz Österreich. Österreich ist ein Land mit extrem tüchtigen Menschen. Das führt dazu, dass aufgrund der hohen Produktivität, die es hier gibt, aufgrund der Leistungen, aufgrund des Know-hows, aufgrund von Forschung und Entwicklung, wir ein extrem stark geprägtes Exportland sind. Die Österreichische Nationalbibliothek hat einmal vor kurzem errechnet, dass 1 Million der Arbeitsplätze in Österreich abhängig sind vom Export. Das würde es ohne den Euro, das würde es ohne die Europäische Union nicht geben. Und es gibt einen klaren Schluss, den man daraus ziehen kann. All jene, die von einem Austritt aus der Eurozone reden, all jene, die die Europäische Union in Frage stellen wollen, all jene gefährden oder würden Arbeitsplätze vernichten, wenn das tatsächlich eintreten würde. Und ich glaube, unsere Hauptaufgabe ist, den einzelnen Menschen genau das vor Augen zu führen. Ohne Europäische Union, ohne Euro, ohne Export sind mehr als ein Viertel aller Arbeitsplätze, die es in Österreich gibt, gefährdet, würde es diese nicht mehr geben. Das Burgenland ist aber auch ein Vorbild in vielen anderen Bereichen, nicht nur in der Frage, wie man Nutzen aus der Europäischen Union ziehen kann, wie man mit der Europäischen Union umgehen kann, sondern natürlich auch im Hinblick Bildung. Ich habe es vorher schon erwähnt auch, es gibt die höchste Maturantenquote mittlerweile im Burgenland, das war nicht immer so. Ich kann mich erinnern, wie ich ins Gymnasium gegangen bin, war ich einer der Ersten in meinem Heimatdorf. Das Burgenland ist ein Vorbild im Bereich Energie, Energieautarkie. Im September hat es ja diese Veranstaltung gegeben, Energiewende. Wir kennen die Diskussion aus Deutschland, wie es auch gehen kann, sozusagen im Positiven und im Negativen. Und im Film hat man auch schon gesehen, Burgenland ist ein Kulturland, Burgenland ist ein Tourismusland und Burgenland ist ein extrem beliebtes Land. Ich habe heute Vormittag den chinesischen Botschafter zu Gast gehabt. Und das Erste, was er gesagt hat, ist seine Lieblingsdestination, wo er hinfährt, wenn er nicht in Wien gerade beruflich tätig ist, ist das Burgenland. Und er hat dann noch dazu gesagt, und der Landeshauptmann ist mein Freund. Das gilt auch für mich. Daher abschließend vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und bemühen wir uns alle gemeinsam, dass wir nicht nur im Vergleich zu vielen anderen Ländern gut durch die Krise gekommen sind, sondern dass wir in den kommenden Jahren auch gut aus der Krise herauskommen. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass wir dabei die Menschen überzeugen, dass dies nicht alleine geht, sondern nur gemeinsam in der europäischen Gemeinschaft. Vielen herzlichen Dank nochmals und alles Gute im neuen Jahr. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Josef, meine Herren Präsidenten des Landtages, der Arbeiterkammer, der Industriellenvereinigung, Regierungsmitglieder, Abgeordnete, Bürgermeister, Herr Generalvikar, geschätzte Vertreter der Arbeitnehmerinnen, der Wirtschaft, unseres Bildungsbereiches, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte meine Grundsatzrede im Jahr 2014 mit einem Zitat von Albert Einstein beginnen. Albert Einstein hat gesagt, wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht, dann erst recht. In diesem Sinne darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen, Sie alle sehr herzlich willkommen heißen und Ihnen alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit
im Jahr 2014 wünschen. Der Bundesminister hat bereits gesagt, dass dieses Jahr 2014 ein Jubiläumsjahr ist, ein Gedenkjahr auch sein wird. Vor 100 Jahren ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und mit den Friedensverträgen von Saint-Germain ist das Burgenland von Ungarn, Deutsch-Westungarn, zu Österreich gekommen. Und diese Friedensverträge von Saint-Germain waren sozusagen die Geburtsstunde unseres Heimatlands Burgenland, wo dann 1921 tatsächlich das Burgenland zu Österreich gekommen ist. Und ich möchte auch noch ein Jahr erwähnen und ein Jubiläum, 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs. Denn wenn die Friedensverträge von Saint-Germain die Geburtsstunde des Burgenlandes waren, dann war der Fall des Eisernen Vorhangs auch die Befreiungsstunde des Burgenlandes. Obwohl wir bei Österreich waren, haben es die Burgenländerinnen und Burgenländer schwer gehabt. Denn der Schatten des Eisernen Vorhanges, der war über das gesamte Land zu spüren. Die Infrastruktur war nur bis zum Burgenland ausgebaut. Es war ganz schwierig, eine wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Und die Burgenländerinnen und Burgenländer haben es in der Geschichte des Landes deutlich schwerer gehabt als die Bewohner der anderen Bundesländer. Und ich denke, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer mit ihren typisch burgenländischen Eigenschaften, Fleiß, Einsatz, Verlässlichkeit, Mut, Solidarität, es geschafft haben, diese schwierigen Situationen auch zu meistern, diese schwierigen Situationen und Herausforderungen auch erfolgreich zu bewältigen. Und genau diese Eigenschaften brauchen wir auch im Jahr 2014. Mut, Optimismus, eine nicht einfache Zeit mit vielen Herausforderungen, die aber mit unseren Eigenschaften auch zu bewältigen sind. Und lieber Josef, ich habe am Sonntag dein Interview in einer großen Tageszeitung gelesen, wo du unter anderem gesagt hast, das Wesen der Demokratie ist, dass es schrittweise Veränderungen gibt. Und genau das hat es in der Vergangenheit im Burgenland gegeben. Es hat nicht auf einmal den großen Wurf gegeben, sondern permanente schrittweise Veränderungen, wo die Menschen mitgenommen wurden und wo dieses Land von unseren Vorgängern, von den Menschen, die hier leben, in die richtige Richtung geführt werden. Und diese schrittweisen Veränderungen in Österreich, die wünsche ich, dass das gelingt der neuen Bundesregierung, das wünsche ich dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler, das wünsche ich dir und allen Mitgliedern der Bundesregierung. Nämlich gute Veränderungen schrittweise für Österreich zu machen, damit wir auch in Zukunft gut aufgestellt sind, damit wir auch weiterhin eine erfolgreiche Entwicklung nehmen können. Und wir von Seiten des Burgenlandes werden diese Veränderungen auch in entsprechender Form mittragen und mit unterstützen. Und ich darf dir und der gesamten Bundesregierung für das neue Jahr und für die neue Legislaturperiode alles Gute wünschen. Das Burgenland hat im vergangenen Jahr auch wieder gezeigt, dass ein kleines Land Großes leisten kann. Und ich meine hier in erster Linie die Energiewende. Wir haben im Burgenland vor 15 Jahren praktisch null Strom selbst erzeugt. Im vergangenen Jahr, im Sommer waren es 100%, mit Ende des Jahres waren es schon deutlich über 100% des gesamten Strombedarfs, der aus erneuerbarer Energie hergestellt wurde. Und natürlich kann man berechtigt die Frage stellen, und was habe ich davon? Und ein ganz ein wesentlicher Aspekt, der vielleicht überhaupt noch nie gesagt wurde, ist, ich habe eine gesündere Luft. Denn erneuerbare Energie, Strom aus Wind und Photovoltaik hat keine Emissionen. Es ist ein Beitrag zur Bekämpfung der Luftverschmutzung.
ein Beitrag zum Klimaschutz, ein Beitrag zur Reduzierung des Feinstaubes. Gesündere Luft heißt, dass die Menschen auch mehr Gesundheit haben. Und mehr Gesundheit heißt ein längeres Leben. Und dieser Gesundheitsaspekt ist bei der erneuerbaren Energie, vor allem bei der Energie aus Wind und aus Photovoltaik, gegeben. Das ist ein wichtiger Beweggrund, warum wir auf erneuerbare Energie setzen. Es ist uns auch gelungen, in den letzten Jahren mehr als 1000 neue Arbeitsplätze im Burgenland, sogenannte Green Jobs, zu schaffen. Mit neuen Betriebsansiedlungen, mit neuen Beschäftigungen, mit neuen Exportchancen. Der dritte Punkt ist, dass wir unabhängig von Erdöl und Erdgas werden wollen. Wir wollen die Wertschöpfung im eigenen Land haben. Wir wollen die Arbeitsplätze im eigenen Land haben. Und da ist uns vieles im vergangenen Jahr gelungen, wo wir eigentlich europaweit und auch bei meiner letzten China-Reise auch in diesem Land für Aufsehen gesorgt haben, dass ein kleines Land Großes leisten kann. Als Beispiel die erneuerbare Energie. Und ich möchte mich auch heute bedanken bei all jenen, die hier einen Beitrag geleistet haben. Das waren die Gemeindevertreter, das waren die Grundbesitzer, das ist unsere BEWAG, das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung, die hier professionell gearbeitet haben und die diese Entwicklung ermöglicht haben. Und ich möchte bei dieser Grundsatzrede all Beteiligten, die zu dieser Energiewende, zu dieser einzigartigen Entwicklung beigetragen haben, ein ganz großes und herzliches Dankeschön sagen. Charles Darwin hat gesagt, alles, was sich gegen die Natur richtet, hat auf Dauer keinen Bestand. Und wir haben auch nach diesem Grundsatz unser neues Leitbild des Landes erarbeitet, mit der Natur zu neuen Erfolgen. Wir legen Wert auf Naturschutz, auf Umweltschutz, auf unsere Nationalpark-Welterbe, auf die 6 Naturparks. 33% unserer Landesfläche stehen unter Naturschutz. Und neue Erfolge wollen wir haben durch neue Betriebe, durch Stärkung der vorhandenen Betriebe und durch eine wirtschaftliche Dynamik. Denn es ist für uns und für mich ganz, ganz wichtig, dass es in diesem Land neue Arbeitsplätze auch in Zukunft gibt. Auch in dieser jetzigen schwierigen Zeit ist es uns gelungen, neue Arbeitsplätze, und zwar 1000 neue Arbeitsplätze im Jahr zusätzlich und netto im Burgenland zu schaffen. Natürlich sind wir nicht damit zufrieden, dass wir einerseits Rekordbeschäftigung haben, und auf der anderen Seite steigt die Arbeitslosigkeit. Da muss es Maßnahmen geben und da werde ich noch darauf eingehen, was hier im Jahr 2014 auch vorgesehen ist und wie wir das Ansteigen der Arbeitslosigkeit auch im Rahmen unserer Möglichkeiten bekämpfen werden, bekämpfen müssen und dass die Jugendarbeitslosigkeit mir ebenfalls ein großes Anliegen ist, die weiter zu reduzieren. Das wird im Jahr der Jugend auch in entsprechender Form gelebt werden. Wir haben und ich habe auch mit 1. Jänner den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz eingenommen. Und auch dort wird man im Mai dieses Jahres ebenfalls über gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit reden müssen. Über die Zweckbindung der Wohnbauförderung, natürlich. Auch hier bin ich dafür, dass es mit klaren Spielregeln für alle die Wohnbauförderung zweckgebunden ist, dass das Geld in den Wohnungsbau fließt und nicht für andere Dinge verwendet wird. Und auch hier wollen wir als Burgenland mit gutem Beispiel vorangehen, den Wohnbau weiter ankurbeln, die Wohnbauförderung zweckbinden, die Arbeitsplätze im Baugewerbe und im Baunebengewerbe auch in Zukunft in entsprechender Form absichern. Es spielt aber für das Burgenland die Jugendbeschäftigung, die Arbeitslosigkeit auch ein weiterer wichtiger Bereich eine Rolle. Und das ist der Bereich der Sicherheit.
Es wurde in der Vergangenheit immer wieder von Einzelnen behauptet, das Burgenland hat eigentlich, umgelegt auf die Einwohner, sehr viele Polizisten. In Vorarlberg gibt es etwas mehr Einwohner als im Burgenland und die haben etwas weniger Polizisten als im Burgenland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist eine Milchmädchenrechnung. Denn die internationalen Schlepperrouten laufen nicht über die Schweiz nach Österreich. Der Grenzraum in Vorarlberg ist ein anderer als der Grenzraum im Burgenland, wo wir an die Slowakei, an Ungarn und an Slowenien grenzen und die internationalen Schlepperrouten laufen über diese Region. Und deswegen kann man nicht Einwohner mit Polizisten gegenrechnen und das werde ich auch in entsprechender Form noch im Laufe des Jahres artikulieren, sondern wir sind Dienstleister für Österreich und diese Milchmädchenrechnung, die können wir als Burgenländer nicht akzeptieren. Und wir werden sie auch nicht akzeptieren, sondern hier muss klar sein, dass wir mehr Aufgaben haben bei der Bekämpfung der internationalen Kriminalität, als das zum Beispiel Vorarlberg oder in Tirol der Fall ist. Dort haben wir die Nachbarn die Schweiz, dort ist die Nachbarn Deutschland und bei uns geht es nicht um die Nachbarn, sondern es geht um diese internationalen Wege, die in entsprechender Form auch überwacht werden müssen, kontrolliert werden müssen und wo auch in entsprechender Form Maßnahmen zu setzen sind. Und es geht mir um eines, um mehr Präsenz der Polizei in den Ortschaften. Wir haben ein burgenländisches Modell entwickelt, gemeinsam mit der Innenministerin, den Dorfpolizisten, der jetzt in allen Bundesländern Österreichs eingeführt wurde. Und das Burgenland, und das ist unser Ziel, muss auch in Zukunft eine sichere Region bleiben. Wir wollen auch weiterhin eine der sichersten Regionen, nicht nur in Österreich, sondern in Europa bleiben. Ganz unter dem Motto, sicher, sicherer Burgenland. Dafür arbeiten wir, das sind wir den Menschen schuldig. Und ich denke, dass es ein wesentlicher Teil der Lebensqualität ist, wenn das auch in Zukunft so bleibt. Und da brauchen wir die entsprechenden Ressourcen. Und ich bin sehr optimistisch, dass die Frau Innenministerin auch hier Verständnis hat. Sie kommt aus der Landespolitik, nämlich auch aus Niederösterreich, wo in den Grenzregionen ähnliche Probleme gegeben sind. Und ich bin überzeugt davon, dass wir mit ihr gute Lösungen wieder für unser Heimatland Burgenland, für die Burgenländerinnen und Burgenländer finden werden, damit 2014 ein sicheres Jahr für unser Heimatland wird. Der Minister ist bereits eingegangen auf die EU-Wahl. Und ich darf da auch anknüpfen. Wir Burgenländer sind Gewinner und die größten Gewinner des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union. Ich könnte Hunderte oder Tausende Projekte anführen, die seit dem Jahr 1995 mit Geldern der Europäischen Union unterstützt und gefördert wurden. Und es wurden netto fast 10.000 neue Arbeitsplätze durch Unterstützung der Europäischen Union in den vergangenen 10 Jahren, nur in den letzten 10 Jahren, neu im Burgenland geschaffen. Und genau darum geht es, dass offensichtlich nicht allen Menschen bewusst ist, wie viele neue Arbeitsplätze durch Unterstützung der Europäischen Union, natürlich auch des Bundes und mit Landesmitteln, denn ohne dass wir Landesmittel dazugeben und kofinanzieren, können wir 0 Euro auslösen. Aber hier hat es eine Veränderung, eine Modernisierung der burgenländischen Wirtschaft gegeben, wie noch niemals in der Geschichte. Durch permanente Veränderungen, durch neue Impulse, durch neue Betriebsansiedlungen, durch neue Technologien. Und ich habe erst vor wenigen Tagen über die Medien gehört, dass im ersten Halbjahr 2012 der Export des Burgenlandes um 13% zugenommen hat. 13%. Natürlich ist unsere Exportquote, das muss man dazu sagen, niedriger noch als bei den anderen Bundesländern.
aber wir haben die höchste Zuwachsrate. Das heißt, diese Internationalisierung, von der ich in den vergangenen Jahren gesprochen habe, die wir verstärken müssen, die findet statt. Der Export des Burgenlandes wächst überdurchschnittlich. Das ist ein Erfolg natürlich der Industrie. Da darf ich stellvertretend für die Industrie den Präsidenten und stellvertretend für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch den Präsidenten der Arbeiterkammer und der Industriellen Vereinigung ein großes Danke sagen. Denn das ist eine burgenländische Leistung. 13% Nummer 1 in Österreich mit einer Dynamik, die sich schon in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Das ist unser neues Burgenland, das international gegen härteste Konkurrenz bestehen kann. Da haben wir uns angestrengt und diese Leistung wurde honoriert. Ein großes Danke an die Unternehmer und an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich denke, der springende Punkt ist, was eigentlich auch der Bundesminister gesagt hat. 1 Million Beschäftigte in Österreich für den Export. 57% unseres Wohlstandes und der Wertschöpfung kommen vom Export. Und wenn manche sagen, treten wir aus der Europäischen Union aus, treten wir aus dem Euro aus, dann habe ich die Frage gestellt, wer ist eigentlich unser wichtigster Handelspartner? Deutschland, Italien, Länder der Europäischen Union. Und wenn wir dort austreten, dann vernichten wir Arbeitsplätze. Denn dann kann der Export dort nicht mehr in dem Ausmaß hin erfolgen, wie das jetzt der Fall ist. Austritt heißt, ganz einfach Arbeitsplätze zu vernichten. Weniger Arbeitsplätze zu haben und einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu haben. Und das ist aus meiner Sicht der springende Punkt. Und das, glaube ich, muss auch jeder Facharbeiter, der für den Export tätig ist, wissen. Wenn er sich dazu verleiten lässt und für einen Austritt ist, dann ist er gegen seinen eigenen Arbeitsplatz. Oder um ein anderes Beispiel zu formulieren, bei rauer See, wo würde ich gerne lieber sitzen? Im Ruderboot oder am Hochseetanker? Die EU ist der Hochseetanker. Das Ruderboot ist Österreich als kleines Land. Und wenn die See rau wird, dann kann ich mein Ruderboot nicht einmal am Neusiedlersee bei einem stürmischen Wetter überleben. Also auch das bietet eine große Sicherheit für Österreich und das sind die springenden Punkte. Dass man sich mit den Gurken und mit den Salzstangen nicht beschäftigen müsste, das glaube ich, muss ich bei der Gelegenheit ja nicht so sagen, das sollte man lieber den Ländern überlassen. Aber die wichtigen Punkte sind diese Exportmöglichkeiten. Und ein ganz ein wichtiger Punkt ist, wenn ich vorhin gesagt habe, 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 75 Jahre Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, dass die Europäische Union dazu beiträgt, dass ich der ersten Generation angehören darf, die keinen Krieg miterleben musste. Denn dieses Friedensprojekt Europa, das verdanken wir auch in einem großen Ausmaß der Europäischen Union. Und ich glaube, das sind Argumente, die nicht oder noch nicht überall angekommen sind. Und das sind für mich persönlich Argumente, wo ich sage, ja, der Friede, das ist mir sehr, sehr viel wert. Das brauchen alle Menschen. Und in einer großen Gemeinschaft wird es eher Frieden geben als in einem einzelnen Land. Und die Geschichte hat gezeigt, dass diese Europäische Union wesentlich zum Frieden in Europa beiträgt. Und auch der Tourismus profitiert davon, dass vor allem aus der EU viele Gäste nach Österreich kommen, die mit dem Euro bezahlen können, wo es keine Grenzstaus gibt. Und auch der Tourismus würde durch wenn man nicht in der Europäischen Union wäre, mit Sicherheit leiden. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, einige Argumente, die aus meiner Sicht und die für mich verständlich sind. Und ich glaube, das sind auch Argumente, die wir den Menschen immer wieder sagen müssen. Wir sind ein Teil von Europa, wir brauchen den Export, wir brauchen den Tourismus, wir brauchen Frieden und wir brauchen die Europäische Union. Das ist mein Credo.
Es ist uns auch gelungen, dass wir Übergangsregion werden. Burgenland wird bis zum Jahr 2014 bis 2020 73 Millionen Euro von der Europäischen Union bekommen. Der Bund hat bereits signalisiert und zugesagt, da gibt es die entsprechende Kofinanzierung, da werden Mittel auch fürs Burgenland wieder zur Verfügung gestellt. Und natürlich wird das Burgenland und muss das Burgenland ebenfalls mitfinanzieren, um diese Mittel auslösen zu können. Und damit ist wieder gewährleistet, dass wir Impulse für die Wirtschaft, für Arbeitsplätze setzen können. Was wollen wir in diesem Jahr und in dem nächsten Jahr konkret tun? Habe heute eine stundenlange Besprechung gehabt für den Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation. Wie können wir diesen Bereich im Burgenland neu aufstellen, neu strukturieren, klare Strukturen geben? Wer überprüft Forschung, Entwicklung und Innovation? Und wir werden im Laufe dieses Jahres die Strukturen so schaffen, dass wir mit Forscherinnen und Forschern zusammenarbeiten, dass es einen hochqualifizierten Forschungsbeirat gibt, dass wir auf angewandte Forschung im Burgenland setzen, nämlich dass nicht nur geforscht wird, sondern dass die Ergebnisse der Forschung auch in der Realität umgesetzt werden, dass zusätzliche Arbeitsplätze durch die angewandte Forschung im Burgenland entstehen. Klare Kriterien, klare Richtlinien mit den Besten in Österreich kooperierend, das wird ein ganz ein wichtiger Weg, ein neuer Weg für das Burgenland, den wir zwar schon begonnen haben zu gehen, aber noch ohne die entsprechenden Strukturen zu haben oder schon Strukturen, die aber deutlich verbessert werden müssen. Ein Schwerpunkt: Forschung, Entwicklung, Innovation. Zweiter Punkt ist die Internationalisierung. Diese Internationalisierung, von der ich vor 2 Jahren begonnen habe zu sprechen, die ist auf einem guten Weg. Da hat es Delegationen im Ausland gegeben, da gibt es mit den einzelnen Botschaftern gute Kontakte. Die letzte Reise war nach China, wo eine große Wirtschaftsdelegation, auch Vertreter der Weinwirtschaft mit dabei waren, wo burgenländische Firmen bereits in China tätig sind, wo immer mehr Firmen auf dem Weg dorthin sind. Es hat vorhin Reisen nach Nordamerika, aber auch nach Russland gegeben, wo überall und immer stärker burgenländische Betriebe erfolgreich exportieren oder vor Ort auch aktiv sind. Und genau dieser Export schafft wieder Arbeitsplätze im eigenen Land. Diese Internationalisierung, das werden wir auch 2014 in einem entsprechenden Ausmaß machen. Und diese Internationalisierung brauchen wir auch für den Tourismus. Wenn wir die Zahlen im Tourismus, unsere 3 Millionen, in Zukunft steigern wollen, brauchen wir nicht nur den Gast aus Österreich, sondern noch mehr internationale Gäste. Das sind Schwerpunkte. 2014, die Entwicklung der Qualitätsmarke Burgenland. Made in Burgenland. Wenn wir das vor 10, 15 Jahren gesagt hätten, dort wo Burgenland draufsteht, ist Qualität drinnen. Burgenländische Firmen können sich europaweit und weltweit behaupten, beim internationalen harten Wettbewerb. Dann hätte man wahrscheinlich drüber gelacht. Wenn wir heute sagen, Qualitätsmarke Burgenland, dann haben wir Respekt von sehr vielen. Und diese Qualitätsmarke, das wird ein Markenzeichen des Landes. Ob es unsere Betriebe im Land sind, ob es Betriebe sind, die exportieren, ob es Tourismusbetriebe sind oder die Weinwirtschaft ist. Qualitätsmarke Burgenland, die eine entsprechende Bezeichnung bekommt, die ein entsprechendes Logo bekommt, das soll auszeichnen. Wenn du diesen Betrieb in Anspruch nimmst, dann hast du die Sicherheit, dass du ein Qualitätsprodukt in der Dienstleistung bekommst. Wenn du heute im Baubereich tätig bist und eine burgenländische Firma baut, dann hast du die Garantie, dann hast du die Gewissheit, dass Qualität geliefert wird. Unter dem Motto Arbeit und Geld müssen im eigenen Land bleiben. Und das sage ich auch dazu im neuen Jahr. Wir fordern eine Aufstockung der Finanzpolizei. Wir müssen unsere Kleinbetriebe im Burgenland mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in entsprechender Form schützen. Denn es geht nicht an, dass Lohn- und Sozialdumpinggesetze nicht eingehalten werden. Und da ist auch ein Unterschied zwischen dem Burgenland und Vorarlberg. Eine Schweizer Firma, die in Vorarlberg arbeitet, wird nicht die Lohn- und Sozialdumpinggesetze
nicht einhalten. Denn Schweizer Firmen haben ein ähnliches oder höheres Lohnniveau als in Burgenland. Wenn Arbeitnehmer bei unseren Nachbarn nur ein Drittel verdienen von dem, was man in Burgenland verdient, dann ist die Gefahr sehr groß und wir wissen aufgrund der Kontrollen, dass das nicht eingehalten wird. Und auch das, sage ich ganz offen, muss ein Schwerpunkt sein. Da sind in Burgenland ganz andere Voraussetzungen gegeben als in den westlichen Bundesländern. Und auf diesen Sonderstatus und auf diese besondere Lage werden wir auch mit Nachdruck hinweisen. Wir nehmen nicht zur Kenntnis, dass die Arbeitslosigkeit ansteigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird Lohn- und Sozialdumping betrieben. Bin da absolut auf Seiten der Betriebe, bin absolut auf Seiten der Arbeiterkammer, die das immer wieder anprangert und wo auch immer mehr Kleinbetriebe sagen, das können wir so nicht hinnehmen, da brauchen wir entsprechende Maßnahmen und auch hier werden wir das in entsprechender Form fordern, mit Aufstockung der Finanzpolizei, mit entsprechenden Strafen, aber auch mit Möglichkeiten, dass man jene Betriebe überhaupt von Aufträgen ausschließt, die gegen Lohn- und Sozialdumping auch verstoßen. So schützen wir die Wirtschaft, so schützen wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und das ist unser Weg auch für das Jahr 2014. Und ich glaube, ein richtiger Satz dazu ist auch gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das heißt, wenn ich hier in Österreich arbeite, dann habe ich den gleichen Lohn zu bezahlen, wie das der Kollektivvertrag auch vorsieht. Und wir haben auch einige sehr wichtige große Projekte in der Umsetzungsphase, kurz vor der Fertigstellung oder praktisch fertiggestellt. Unser größtes Projekt des vergangenen Jahres, die Kaserne Güssing, 42 Millionen Euro, eine europäische Musterkaserne steht vor der Fertigstellung, wird im Augenblick bezogen, die letzten Arbeiten laufen und wir haben das nächste Projekt, den Bau, Umbau, Neubau des Krankenhauses Oberwart mit deutlich über 100 Millionen ebenfalls in die richtige Richtung bereits gesetzt. Wir wollen unsere großen Projekte S7 mit 400 Millionen Euro im Südburgenland errichten. Da gibt es jede Menge Einsprüche. Wir stehen dazu. Wir stehen auch 2014 dazu, dass die Verkehrsinfrastruktur S31 Umfahrungsschützen, S7 Ilz-Heiligenkreuz und wichtige Verkehrsprojekte realisiert und umgesetzt werden. Wir wissen, dass Verkehrsinfrastruktur sehr, sehr wichtig ist, dass auch die Eisenbahnverbindung wichtig ist. Wir sprechen mit unseren Nachbarn in Ungarn, wie wir mit Unterstützung der EU grenzüberschreitende Bahnprojekte und Straßenprojekte umsetzen können. Unter anderem die Prüfung, inwieweit Oberwart St. Gotthard realisierbar ist, der Ausbau der Eisenbahn, inwieweit die Elektrifizierung Graz, Jennersdorf, St. Gotthard, Oberwart, Sombartei sind die Eisenbahnverbindungen realisierbar sind. All das sind wichtige Projekte für das Jahr 2014. Das sind unsere Impulse, wie wir auch die Wirtschaft beleben können. Der Ausbau unserer Bundesschulen. Ebenfalls, das haben wir jahrelang verhandelt, das haben wir jahrelang erkämpft, ob das die HTL in Eisenstadt ist, ob das das Gymnasium in Eisenstadt ist. Alleine die HTL werden ca. 20 Millionen Euro in diesem Jahr begonnen zu investieren, zu modernisieren, den Schülern und Jugendlichen eine Zukunftschance zu geben. Und wir haben auch vor, ein großes Demokratiepaket. Ich habe am Montag dieses Demokratiepaket präsentiert und dieses Demokratiepaket sieht einerseits vor, dass der Proporz abgeschafft wird. Das werden in den nächsten 2 Jahren, wenn er in Burgenland abgeschafft ist, nur mehr ein Bundesland geben, wahrscheinlich Niederösterreich, das noch den Proporz hat. Alle anderen Bundesländer haben den Proporz bereits abgeschafft oder sind auf dem Weg, ihn abzuschaffen. Wir wollen auch, dass die Politik mit gutem Beispiel vorangeht. Wir werden in diesem Jahr auch vorschlagen, die Verkleinerung der Landesregierung und des Landtages. Auch hier sollen in 5 Jahren ca. 10 Millionen Euro eingespart werden. Wir wollen, dass alle burgenländischen Gemeinden vom Landesrechnungshof überprüft werden. Auch das wird es in praktisch allen Bundesländern in Zukunft geben. Hier ist das Burgenland ebenfalls gut beraten und ich freue mich, dass unsere Bürgermeister
hier großes Verständnis haben. Alle burgenländischen Gemeinden haben gemeinsam das gleich hohe Budget wie das Land Burgenland. Das Land Burgenland wird bundesrechnungsgeprüft, Bundesrechnungshof geprüft und Landesrechnungshof geprüft. Also die eine oder andere Gemeinde sollten auch im Burgenland vom Landesrechnungshof überprüft werden. Und wir wollen das Persönlichkeitswahlrecht stärken. Nämlich, dass die Vorzugsstimme mehr Wert hat, dass das Vorzugsstimmenmandat leichter zu erreichen ist. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Mitsprache haben. Ein Mehr an Demokratie, ein Mehr an Sparsamkeit und ein Mehr an Kontrolle. Das ist unser neues Demokratiepaket, das wir jetzt präsentiert haben, wo wir im Februar mit den Verhandlungen beginnen, wo wir im März eine große Enquete im Landtag machen werden und wo wir dieses Demokratiepaket nach Möglichkeit im ersten Halbjahr beschließen werden, das bereits Gültigkeit hat für die Landtagswahl 2015. Also ein Reformpaket, und wenn das so umgesetzt wird, dann wäre das tatsächlich der ganz große Wurf. Denn das ist das größte Demokratiepaket, das es in der Zweiten Republik in Burgenland gegeben hat. Und ich glaube, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer das auch für richtig heißen, dass das moderne Demokratie ist, dass das auch mehr Sparsamkeit ist und dass wir hier sicher auf einem richtigen Weg sind. Und einzelne Bundesländer haben uns hier schon gezeigt, dass sie diese Punkte umgesetzt haben. Und in manchen Bereichen wollen wir natürlich auch um einiges weitergehen. Wir wollen aber auch, dass die Minderheitenrechte gestärkt werden. Dass ein Untersuchungsausschuss auch mit einem Minderheitenrecht eingeführt wird. Wir haben uns hier auch in Deutschland umgesehen. Da gibt es viele Beispiele, wie das machbar ist. Und auch das ist Gegenstand unseres Demokratiepaketes. Mehr Kontrolle, mehr Sparsamkeit, mehr Transparenz. Ich glaube, das ist für eine Demokratie und für die Weiterentwicklung der Demokratie von ganz großer Bedeutung. Und unser Clubobmann wird diese Verhandlungen mit allen Parteien führen. Und wir laden alle dazu ein, Beiträge zu leisten, Verbesserungsvorschläge zu machen. Wir grenzen da überhaupt niemanden aus und nehmen jeden Vorschlag, der da kommt, auch ernst. Und ich bin überzeugt, dass wir haben schon Signale praktisch von allen Parteien des Burgenlandes, die hier sagen, da sind gute Punkte dabei, da kann man darüber reden. Wir werden diskutieren, wir werden reden und wir werden hoffentlich im Sommer schon eine gute Lösung und eine Zukunftslösung für das Burgenland mit diesem Demokratiepaket präsentieren können. Ich muss sagen, der Burgenland-Rap oder der Burgenland-Beat, den wir vorhin gehört haben, das wird uns begleiten im Jahr 2014, im Jahr der Jugend. Wenn es den auch als Klingelton gibt, darf ich dazu sagen, da muss ich meinen Klingelton ändern. Da habe ich die Rolling Stones mit Rainbow drauf. Also insofern wird es diese Änderung zu diesem Burgenland-Rap auch geben. Und ich muss sagen, bei meinen praktisch wöchentlichen Besuchen in den Gemeinden komme ich sehr viel auch mit jungen Menschen zusammen. Ich bin auch seit 13 Jahren Präsident des Landesschulrates. Auch heute waren Kinder bei mir im Büro, die Skifahren gehen, denen ich Skihelme gegeben habe. Und wir haben im Burgenland eine tolle Jugend. Wir haben viele engagierte, selbstbewusste junge Menschen. Ich denke, wir können alle auf diese Jugend stolz sein. Und genau aus diesem Grund, dass es eine komplett neue Generation mit neuen Meinungen, mit neuen Ansichten im Burgenland gibt, war für mich Motivation zu sagen, wir müssen noch mehr für die Jugend tun. Und dieses Motto zum Jahr der Jugend wird lauten, wir lassen keinen Jugendlichen zurück. Jeder Jugendliche und jeder Einzelne, und da bemühe ich mich darum, muss die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen,
eine Lehre zu machen, in eine Lehrwerkstätte zu gehen, eine Ausbildung zu machen. Ich nehme diese Ausbildungsgarantie sehr ernst. Und ich habe auch vor wenigen Tagen mit dem WIFI, mit dem BFI Gespräche geführt, wie wir diese Lehrwerkstätten auch weiterführen können und jedem Jugendlichen die Möglichkeit geben, eine Ausbildung zu machen. Und ich kann sehr viel dem Vorschlag des Minister Hundsdorfer abgewinnen, der gesagt hat, wir brauchen nicht nur die Ausbildungsgarantie, wir brauchen die Ausbildungspflicht. Jeder Jugendliche bis 18 Jahren hat die Pflicht, eine Ausbildung zu machen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig. Es kann sich unsere Gesellschaft nicht leisten, dass junge Menschen zu Hause sitzen. Das ist aus meiner Sicht verantwortungslos. Das ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, jedem Menschen und jedem jungen Menschen eine Chance zu bieten, entsprechend seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ihm eine Chance zu geben, einen Beruf zu erlernen. Und natürlich braucht er persönlich diese Ausbildung, um ein Einkommen zu haben, um sein Leben entsprechend gestalten zu können. Natürlich brauchen wir in unseren Betrieben bestqualifizierte Facharbeiter, bestqualifizierte Ingenieure, bestqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und genau das wollen wir erreichen. Wir wollen auch weiter zeigen, dass ein kleines Land Großes leisten kann. Und das können wir nur, wenn wir großes Augenmerk auf unsere jungen Menschen legen. Wenn wir jeden Arbeitslosen, den es in Österreich, im Burgenland gibt, für uns ein Arbeitsloser zu viel ist. Und das selbstverständlich auch bei der Jugend. Das ist ein ganz ein wichtiger Beweggrund. Und wir werden auch von Seiten des Landes Burgenlands und von allen landesnahen Unternehmen Dutzende neue Plätze, Ausbildungsplätze auch im Burgenland schaffen. Sodass wir schon in den nächsten Wochen mit einer Ausschreibung beginnen werden und neue Lehrlinge im Land Burgenland und bei den landesnahen Unternehmen ausschreiben und auch aufnehmen werden. Und natürlich gehört für die Jugend nicht nur die Ausbildung, das ist ein ganz ein wichtiger und wesentlicher Bereich, aber es gehört natürlich auch entsprechende Aktivität. Landesrat Bieler hat schon den Burgenland Beat in Auftrag gegeben, da wird es weitere kulturelle Aktivitäten für Jugendliche geben, da wird es sportliche Aktivitäten geben, da wird es Freizeitaktivitäten geben und ich denke, dass das ein wichtiger Impuls ist, den wir auch nach dem Jahr 2014, das ist nicht nur ein Jahr, wo wir sagen, da kümmern wir uns um junge Menschen, sondern das wird auch in den nächsten Jahren weitergeführt werden und das wird so lange weitergeführt werden, bis im Burgenland kein Jugendlicher arbeitslos ist. Wir dürfen keinen Jugendlichen zurücklassen. Wir müssen jedem die Chance geben und im Jahr der Jugend wird es diesen starken Impuls geben. Im Jahr der Jugend werden wir die Jugend einladen, diese Angebote auch anzunehmen und hier wollen wir auch zeigen, und das ist mir auch ganz wichtig, Herkunft darf kein Schicksal sein, unabhängig davon, woher ein Jugendlicher kommt, soll er die gleichen Chancen haben. Wir haben einerseits den gratis Kindergarten, wir haben keine Studiengebühren in unseren Fachhochschulen, es gibt die flächendeckend die neuen Mittelschulen, es gibt im Burgenland, und das muss auch in Zukunft so bleiben, keine Bildungsbarriere. Und das, glaube ich, ist auch eine gute Zukunftschance für unsere jungen Menschen. 2014, Jahr der Jugend, mit vielen Impulsen, mit Ausbildungsimpulsen, Freizeitimpulsen, Sportimpulsen. Und ich denke, dass wir viele Veranstaltungen gemeinsam mit diesen jungen Menschen auch besuchen werden. Schön, dass ihr da seid. Danke für diese Aktivitäten, die ihr bis jetzt gesetzt habt. Ich komme jetzt zu einer kleinen Passage, die eigentlich nicht vorgesehen gewesen wäre. Wir haben aber am Nachmittag einerseits in meinem Büro kurz gesprochen, sage das ganz offen, und ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, auch ein Interview mit dem ORF Burgenland
gemacht. Und es wurde immer wieder auch in den vergangenen Wochen die Frage gestellt, Herr Landeshauptmann, kandidieren Sie noch einmal? Die Wahlen sind zwar erst 2015, aber es ist eine Frage, die sich in den letzten Wochen nicht mehr vom Tisch wischen lässt. Und da habe ich mich entschlossen, einerseits im Interview, und ich denke, dass es auch gut und richtig ist, es hier zu sagen. Mir macht die Arbeit für unser Heimatland Burgenland eine große Freude und ich arbeite für dieses Burgenland auch sehr gerne. Und ich arbeite auch deswegen gerne, weil wir in vielen Bereichen, auch über Parteigrenzen hinaus, versuchen, gute Lösungen für dieses Burgenland zu finden. Im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, im Wirtschaftsbereich, Forschung, Entwicklung, Innovation, Möglichkeit, die Jugend in Beschäftigung zu bringen, sodass ich heute das nochmals wiederhole und sage, wenn ich gesund bleibe und wenn die Burgenländerinnen und Burgenländer das auch tatsächlich wollen, dann möchte ich weiter Landeshauptmann des Burgenlandes bleiben und stelle mich selbstverständlich auch in Zukunft zur Verfügung. Haben wesentliche Beiträge geleistet, dass wir dieses Burgenland, dass sich dieses Burgenland so gut entwickeln konnte. Und dass wir gemeinsam versucht haben, in allen Bereichen für dieses Burgenland gute Lösungen zu erreichen. Und genau das ist auch einer meiner Beweggründe, wo ich sage, dieses burgenländische Klima, dieses Klima des Miteinanders, das ist es, was das Burgenland in der Vergangenheit stark gemacht hat und wo es mein Weg ist, dass es dieses Gemeinsame auch in Zukunft in den Mittelpunkt stelle. Und ich möchte mich bei Ihnen und bei euch allen wirklich sehr, sehr herzlich bedanken und vom Herzen bedanken für euren Einsatz, für eure Leistungen, für die gute Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich auch ein Neujahrswunsch von mir, dass dieses Miteinander und dieser gemeinsame rot-goldene Weg weitergegangen wird. Dass wir Schritt für Schritt aus der Krise noch stärker herauskommen, dass wir Schritt für Schritt und schrittweise dieses Burgenland weiter modernisieren und verändern können und dass wir Schritt für Schritt gemeinsam für die Menschen dieses Landes auch arbeiten. Einerseits danke für Ihr Engagement, alles Gute für die Zukunft, gute Zusammenarbeit. Es lebe die Republik Österreich, es lebe unser Heimatland Burgenland. Alles Gute für die Zukunft.